Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur 150. Folge in der Blutschlägermine. Ja, Instanz-Special. Ich habe es ja quasi versprochen. Ihr wisst es. Alle, ja, 50? Oh Gott, jetzt komme ich selber schon durcheinander. Alle 50 Folgen, ne? Oder alle 25? Nein, alle 25 Folgen. Ach, ihr wisst schon. Alle paar Folgen kommt mein Instanz-Special. Nein, alle 25 Folgen. Da verwirre ich mich jetzt eigentlich selbst. Nein, es ist doch kein 50-Folgen-Abstand zwischen den Instanz-Specials. Das stimmt nicht. Es sind alle 25 Folgen. Ja gut, jetzt geht die Blutschlägermine. Es hat ein Weilchen gedauert. Es geht aber. 20 Minuten habe ich jetzt im Dungeon-Browser verbracht. Und, ja, in Stormwind gewartet. Hab mein Zeug, was ich jetzt nicht unbedingt benötige, auch was ich noch von Pandaria übrig hatte, mal auf die Bank bzw. ins Auktionshaus gestellt. Ja, entweder habe ich Glück, es wird verkauft, wenn nicht, dann nicht. Dann kommt es auf die Bank und ich ja, verbrauche es dann irgendwann später. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe die Karte mal offen. Blutschlägermine war ich gefühlte Ewigkeiten oder auch noch nie. Ich habe keine Ahnung. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal hier mehr oder weniger gewesen bin. Ich weiß sicherlich schon, aber wahrscheinlich ist das so lange her, dass ich es halt einfach nicht mehr weiß. Gut, deswegen kann ich heute nicht viel erzählen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall sehr wahrscheinlich viele Orks. Hier wurde gerade darum gebeten, das auf den Tisch zu stellen. Den kann ich aber nicht. ich wüsste nicht, wo ich ihn kann. Wenn, habe ich ihn nicht gelernt. Moment. Ich muss erstmal gucken. Ah! Okay. Alles klar, das soll einer wissen. Wie gesagt, früher gab es das als extra Zauber, diesen Tisch. Jetzt, wenn ich normal Essen dabei Zauber drücke, platziert er das Tischchen. Alles klar, das soll einer wissen. Gut, nehmen wir so an. Haben wir uns gemerkt fürs nächste Mal. Wenn man Essen macht für alle, normal auf Essen herbeizaubern drücken und nicht mehr den Tisch herbeizaubern Button suchen. Ja, so lange ist meine Erfahrung schon her, da merkt ihr, ne? Ich bin noch vom alten Eisen, wo das noch ein extra Zauber war. Ja, gut. Ich behaupte ja mal, dass wir hier drin eventuell Stufe 100 erreichen. Also von Erfahrungspunkten her geht's gerade so, dass es doch nicht ganz so schnell steigt bei diesen Trash-Mobs, zumindest wie ich zumindest anfangs befürchtet habe. Aber mal gucken, vom Schaden her können wir am Schurken und am Paladin sowieso nicht so wirklich vorbeikommen. Ihr seht es unten links in der Ecke. Dafür werde ich mich jetzt hier auch nicht zu sehr anstrengen, ne? Ich könnte vom Damage Output drüber sein, wenn ich wollte. Um es mal so auszudrücken, aber ich möchte es nicht. Ich will hier einfach nur entspannt hoffen, dass ich diese Instanz schaffe, dass keiner abhaut, dass nicht irgendwie was Komisches passiert, was jetzt nicht zwingend geplant ist, und dann bin ich eigentlich damit schon zufrieden, wenn ich diese Instanz schaffe. Da ich mich selber hier nicht so wirklich auskenne, diese Abteilung hier, die sich Blutschlägermine nennt. Gut, dann gucken wir mal quer rüber, das mache ich ja gerne. Mit wem wir hier denn so alles in dieser Instanz sind. Einmal natürlich einen Schurken, was sehr gut ist. Tyrell von Blackmoor, Lehren 11, Schurke, Stufe 94. Schurke, ja, ist so mit einer der höchsten Damage-Klassen, die man spielen kann, wenn man sie dann gut spielen kann. Aber so wie es hier unten aussieht, sieht das doch ganz gut aus, was der oder diejenige dort fabriziert. Dann haben wir, glaube ich, einen Mönch. Ist der für Heilung? Ne, kann Mönch heilen? Eigentlich ja, aber es sieht nicht so aus. Das wird auch Damage sein. Und das Ganze, Stufe 93, auch Lehren 11 Mönch. Ja, sind halt die ganzen Twinks, die sich die verbündeten Völker freigeschaltet haben. Und die dann entsprechend natürlich für die Traditionsausrüstung erstmal auf Stufe 110, glaube ich, bringen müssen.
oder 120 sogar. Nee, ich glaube eigentlich nur 110, das dürfte reichen. Für die Traditionsausrüstung. So, dann den Paladin, das ist natürlich dann unser Heiler sehr wahrscheinlich. Stufe 97, Drenai. Fast Bubble natürlich, bester Name. Ah ja, und Litchi heißt unser Mönch. So, und Dagos ist ein 95er Zwergkrieger. Ja, dann bin ich als Zwerg hier nicht so alleine. Dann geht's jetzt sehr wahrscheinlich zum ersten Boss. Sklavenwächter Kusho oder auch, naja, ich könnte auch andere Namen nennen von... Naja, ich lasse es einfach mal an, was mich das da so erinnert. Gut. Dann gucken wir einfach mal, dass wir mehr oder weniger hier, ja, nicht ganz so behäbig rausgehen aus diesem Bosskampf. Die Frage ist, müssen wir alle kuscheln oder darf ich hinten stehen? Ich bin nur mal der einzige Caster. Und damit in manchen Sachen einfach nur angearscht. Wenn es darum geht, am Boss zu stehen. Und ich weiß es nicht, dass man dann am Boss stehen sollte. Aber das werde ich dann schon mitkriegen, indem ich einen auf die Ömme bekomme. Aber ich denke mal, das wird hier jetzt nicht so das Problem sein. Ich kann einfach aus der Entfernung raufschießen. Und ja, den Wilfi darf damit auch ganz glücklich sein. Da vom Damage her passt es. Ich guck dann mal, dass man noch die Kugel da hinten ankommt. Was man halt so als Magier macht, ne? Normales Button-Bashing. Ja, einfach das drücken, was leuchtet und zwischendurch mal einen Frostblitz spammen. Aua. Ja, und ab und zu scheint der Boss einen zufällig anzuspringen. Also irgendeinen. Und dann denjenigen bewegungsunfähig zu machen. Ja, und dann war's das auch schon. Und ein Schmuckstück droppt. Allerdings brauche ich es natürlich in dem Sinne nicht, da wir die Erbstück-Schmuckstücke besitzen. Gut, das hat wunderbar funktioniert. Boss Nummer 1. Dann geht es jetzt auf die andere Seite laut Karte zu Magmolatus. Muss da lang. Bin natürlich wieder der Letzte, der hier ankommt. Ah ne, hier ist noch ein Mönch hinter mir. Alles klar. Ja, holt noch mehr. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Aber jetzt muss ich ein bisschen auf mein Leben achten hier. Nebenbei mal ein bisschen den Blizzard spam. Wie gesagt, ein Arkan-Magier wäre jetzt hier natürlich mehr von Vorteil. Seine Arkan-Explosion und was weiß ich nicht noch alles. Aber auch als Frostmagier gehen wir eigentlich ganz gut raus. Wenn man hier so ein bisschen rumspammt und Stufe 99 erreicht. Damit habe ich ja schon gerechnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier auch die Stufe 100 erreiche. Da lassen wir uns mal einfach überraschen, ne? So, aber bis jetzt, wie gesagt, es läuft eigentlich hier ohne Probleme. Immer ein bisschen daran denken, dass die Eisbarriere aktiv bleibt wegen sowas hier, ne? Dass man mal rangezogen wird oder, ja, keine Ahnung, was die hier noch so spontan alles drauf haben. Aber normalerweise sollte auch das nicht das Problem sein. So, jetzt links abbiegen. Die Instanz ist auch nicht gerade unbedingt sehr groß, aber sie ist halt da. So wie sie ist. So, und ich schaue hier auch mal rein. Ja, das war jetzt zu erwarten. Ich habe mich da mal ein bisschen zu früh gespammt. Weil da sehr viel Schaden auf einer rauskommt. Diese kleinen Viecher nerven aber auch ganz schön. So, ich glaube, das waren alle. Auf zum nächsten. Noch
noch mehr von diesen kleinen Dingern. Okay, das war ein bisschen daneben. Hat zu lange gedauert. So, ist das hier schon Boss? Nee, oder? Nee, ist ein Magma-Fürst. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier vor lauter Flammen nichts mehr. Mal ein bisschen dichter gehen. Warum sind die so groß? So, wieder ein kleines Viehzeug. Alles klar. Gut, dann einmal außenrum. Zum nächsten. Ah. Ja. Konnte irgendjemand mich mit einem Stille-Effekt belegen, indem er mich verängstigt hat. Ja, ich habe hier schon wieder Kleinzeug an der Backe. Hier, nimmt mein Blizzard. So, wir gehen gleich zum Boss. Ich lasse erstmal ein bisschen antanken. Alte Schule. Und dann stehe ich natürlich genau im Feuer drin. Immer das gleiche hier. Ich behaupte einfach mal, dass es richtig ist, auf diesen Trashmob hier zu gehen. Weil normalerweise kann man sich entscheiden, ne, durchgehend auf den Boss gehen oder die Trashmobs so ein bisschen hier, die er castet, mit zu bearbeiten. Das schon? Ihr seid nur ein Kiesel unter Felsen. Ich bin ein Felsrotsch. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ah! Jetzt ist Boss. Ich werde euch ausmerzen. Das war wohl nur sein Diener vorher. Jetzt gibt's dann nochmal Boss-Action. Ich lass mal den Elementar da stehen, ne? Da sich da keine drum kümmert, die summe ein bisschen raus. Dann seht ihr auch mal ein bisschen mehr. So, da sich da gerade nicht so wirklich einer drum kümmert. Machen wir einfach nur den dicken. Lassen die anderen da einfach mal stehen. Solange keiner meckert, wird das schon richtig sein. Ich muss nur gucken, dass ich aus diesen ganzen Feuerdingern rausgehe. Und hier kracht und pengt das aber auch an einer Ecke. Von links und rechts. Gut. Das war der Boss 2. Da fehlen noch ein paar Prozent noch. Und dann hat er sich auch erledigt. Oh, Videosequenz. Habe ich denn freigeschaltet? Wahrscheinlich den Weg zum nächsten Boss. Alles klar. Da geht jetzt das Feuerchen aus und die Brücke runter. Und die anderen laufen wahrscheinlich in der Zeit schon weg. Bringt sie mir Leben, Trolltal. Sie werden einen exzellenten Preis einbringen. Gut. Ich sehe nichts. Dann mal schnell hinterher eiern. Ich meine, das gleiche hier mit den Videosequenzen. Aber gut, okay. Können wir mit leben. Und es gibt wirklich, wie ihr seht, da oben an meiner Leiste, weniger Erfahrungspunkte, als ich gedacht hätte. Trotz 100% noch Bonus. Hätte ich so jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Aber es soll mir recht sein, umso mehr können wir noch ein bisschen questen und leveln. In Anführungszeichen leveln fehlt ja noch eins.
Aber ein bisschen Schattenmondtal würde ich euch jetzt schon noch gerne nahe bringen und zeigen. Ich weiß nicht, was ich hier drücke, aber es wird schon richtig sein. Ja, ziemlich noch ran auf die letzten Meter. Gut, weiter geht's. Wer ist Schlackner? Sein Minibus? Oh, warum hat der einen Namen? Sehr interessant. Muss der mich immer anspringen? Aber wahrscheinlich, weil ich am weitesten wegstehe. Kann ich dem Ganzen nicht entkommen. Ist die beiden da hinten? Nee, hast nur Blitze, wie es scheint. Scheint nicht weiter dramatisch zu sein. Solange die diese Oger hier nicht heilen, ist alles gut. So. Weiter geht's. Zu Ymir. Rothal. Er versperrt uns den Weg. Er ist ein Boss. Und ich denke mal, wir sollten gucken, dass wir nicht von der Brücke fallen. Aber das werde ich gleich merken, weil ich ja mal wieder am weitesten wegstehe. Aber wie ihr seht, hier kommen Bälle auf uns zugerollt, deren wir ausweichen müssen. Denn es ist ganz okay, dass ich ein bisschen weiter wegstehe, weil den sehe ich das früher. Ah, und er pustet uns nach hinten, alles klar. Gut, dann haben wir die Fähigkeiten auch schon mal so halbwegs im Auge. Jetzt werden Feuerwelle geschossen. Das ist für mich als Magier natürlich blöd, so ein Movement-Mob. Ja, ich habe da so einen Button, dass ich auch in Bewegung zaubern kann, aber das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das war's schon. Okay, ich hab nicht so direkt aufs Leben geachtet. Das ging ja schnell. Gut, dann fehlt jetzt noch der Endboss. Guckrock. Toller Name für einen Endboss. Und dann war's das hier schon wieder. Und ja, wie gesagt, dann haben wir auf jeden Fall weniger Erfahrungspunkte gesammelt als gedacht. Aber das ist ganz okay, weil dann kann noch mindestens die nächste Folge auf jeden Fall im Schattenmontal stattfinden. Und in unserer Garnison. Das finde ich ganz gut. Von der Zeit her liegen wir eigentlich gut im Tempo hier für diese Instanz. Und ja. Dann hat das doch mal wieder sauber funktioniert für unsere Jubiläumsfolge Nummer 150. Super Gruppe auf jeden Fall bis jetzt. Wenn auch immer, ja, wie es halt so oft ist, sehr schweigsam. Die Zeiten der Quasseleien von früher sind ja leider schon lange vorbei. Weil jeder einfach nur noch schnell, schnell durch möchte. Und ja, seines eigenen Weges geht. Aber gut. Das ist nun mal so. So, jetzt erstmal noch ein paar Trash-Mobs hier, bevor es zum Endboss geht. Ohne geht's natürlich irgendwie nicht. Die auch immer so viel Leben haben müssen, die Viecher. Ich hau wahrscheinlich auf den falschen.
Naja, beide gleichzeitig. Gut, ich darf noch was looten. Ein bisschen Silberlinge. So, wie es ausschaut. Die Flammensprecher hier noch. Und dann Endboss-Feeling. Endboss-Kloppen. Und dann, ja, ist es schon jetzt zu Ende mit der Blutschlägermine. Da läuft was weg. Ah, okay. Ich hau da jetzt nichts Großartiges rein. Vielleicht ein Blizzard so am Rande. Da wo wir es unterbrechen. Zu spät. Gut, dann geht's jetzt auf zum Boss. Dann verkaufe ich eure Zukunft. Ich sehe gerade, dass meine Anzeige da oben so ein bisschen zu viel des Guten ist. Ich hab das hier unten doch stehen. Ich hab's oben nochmal stehen. Naja, macht nichts. Ich glaube, ich muss hier auf diese kleinen gehen. Ja. Die Elemente gehorchen mir. Ach man, immer da, wo ich stehe. Yay, das war die Blutling-Schlägermine. Ich bekomme noch mein Kopfteil. Ja, das war's kurz und schmerzlos. So, ja, vielen Dank an diese grandiose Gruppe. Ging schnell, einfach, schmerzlos über die Runde. Dann gucken wir mal, was es hier so gab. Wie gesagt, einmal Krustos Runenalarm, den brauche ich nicht, den kann ich entzaubern. Und eine Kapuze des wirbelnden Lichts mit Tempo und Meisterschaft. Ist natürlich sehr viel besser als das, was ich habe. Wie gesagt, ein bisschen Crit weniger. Meine Güte, ist halt so, jetzt habe ich am meisten Meisterschaft. Aber sie ist halt besser und sie wird eh demnächst ausgetauscht mit anderen Dingen, die wir dann im nächsten Add-on sowieso bekommen. Gut, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken hier. Die halbe Stunde ist nämlich schon rum. So ungefähr schon fast. Seid gegrüßt. Wir reparieren nochmal schnell und ich verkrieche mich in die Garnison, denn ich hatte ja, bevor ich hier auf Instanzsuche gegangen bin, ja, noch zwei Aufträge gestartet, die gingen 29 Minuten, die sind nämlich schon rum. Dann zeige ich euch noch schnell hier die beiden Dinge. Einmal Erfahrungspunkte für Anhänger, einmal für mich wahrscheinlich oder für irgendjemand anders. Ne, für die Anhänger und ich kann hier noch irgendwie Fähigkeiten neu auswürfeln, aber ach, ich mache da jetzt irgendwas, ne? Zack. Ich weiß jetzt nicht, was sich geändert hat, aber gut. Ich hatte das Ding dann noch über und das liegt sonst nur blöd rum in meinem Inventar. Ich kann halt neu auswürfeln lassen, irgendwelche Werte hier, ne?
von den Anhängern und ja, gut. Was sich auch immer da jetzt verändert hat, ist auch nicht so wichtig. So, dann schicken wir den los und den anderen, das lohnt sich nicht. Da ist jetzt nichts bei und ja, das dauert noch ein Weilchen. Gut, das war die 150. Jubiläumsfolge mit der Blutschlägermine. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt doch schon ein bisschen mehr. Also es hat ganz schön viele Erfahrungspunkte gegeben, das Instanzquest und ja, die Bosse so. Wir haben noch ein Stückchen vor uns bis Stufe 100. Da werde ich dann jetzt noch hier so ein bisschen verweilen auf jeden Fall. Ich denke mal, wir geben einfach mal diese Fragezeichen-Quests ab. Und auch in Gorgrond. Und dann schauen wir in der nächsten Folge einfach mal, wie viel ich dafür bekomme, ob es reicht. Ansonsten machen wir noch so ein halbes Quest hier. Und ja, dann wird es wohl leider schon das Ende gewesen sein hier im Schattenmontal. Aber das Ganze erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und ja, dann sage ich nur wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. 150 Folgen, es war mir ein Spaß, es geht weiter. Und ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.